Guten Morgen, Missy Fu. Wach auf, sonst kommen wir zu spät zur Schule. Ja, bitte nicht schon wieder, Teddy. Doch, natürlich, Missy Fu. Du musst jeden Tag zur Schule gehen. Also ich denke, ich sollte jeden Tag Urlaub sein. Komm schon, Missy Fu, steh auf, sonst kommen wir zu spät. Missy Fu, lass uns gehen. Du hast uns erschreckt, Lilly. Yay! Auf zur Schule! Hermonin! Habt einen schönen Tag, ihr zwei! Missy Fu, halt dich gut fest! Ist es noch weit, Teddy? Nein, Missy Fu. Wie lange denn noch? Schau, wir sind da. Hui! Auf geht's nach unten. Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen. Heute werden wir einen neuen Zauberspruch lernen. Aber zuerst brauche ich zwei Helfer, die mir einen Gefallen tun. Ich! Also gut, ihr Mädels, ihr werdet meine Assistentinnen sein. Wow, sie hat uns beide auserwählt. Jetzt müssen wir arbeiten. Okay, diese Aufgabe ist wirklich super wichtig. Ihr müsst mir zwei Zauberkessel mitbringen. Denkt ihr denn, ihr könnt das schaffen? Ja, natürlich können wir das. Los geht's. Lasst uns diese Zauberkessel finden. Warum schauen wir uns nicht ein bisschen um und erforschen die Schule? Das wäre eine tolle Idee. Oh, wohin geht ihr zwei denn? Lauf, lauf, bevor sie uns fangen. Teddy, sie rennen weg. Schau mal, die Tür sieht sehr interessant aus. Lass uns reingehen. Oh, das ist der Speisesaal. Da ist auch eine geheime Treppe. Lass uns runtergehen. Ja, lass uns runtergehen. Und durch welche Tür sollen wir jetzt gehen? Tja, ich weiß es nicht. Oh, Missy Fu, ich habe Angst. Ich auch, es ist sehr dunkel hier drin. Lass uns gehen. Das macht so viel Spaß. Da sind sie, Tina. Ja, Teddy. Schau, da steht kein Zutritt. Lass uns reingehen, Missy Fu. Ich denke, da gibt's Süßigkeiten. Lass uns gehen. Wow, so viele Bälle hier drinnen. Was macht ihr denn hier? Es ist nicht erlaubt, hier reinzugehen. Teddy, die sind aber alle so hübsch. Was ist passiert? Ich fühle mich auf einmal so klein. Interessant. Probieren wir einen anderen Ball aus. Okay, versuch es. Oh, wow, ein Drache. Ein Drache? Wo denn? Missy Fu, fang den Ball. Nein. Oh nein. Daddy, du bist ein Adler. Ach ja, mal sehen, in was du dich verwandelst. Oh Mann.
haben wir angerichtet. Und wir werden jetzt wieder zu uns selbst. Ich habe gelesen, dass man ein bisschen warten muss, bis sie verschwinden. Nun, es ist eine Weile her und wir sind immer noch dieselben. Schaut mal, Leute, da drüben ist ein Buch. Mal sehen, was dort steht. Oh nein, da steht, dass du nicht mehr als einen Ball gleichzeitig benutzen darfst, weil du sonst nicht mehr in deinen normalen Zustand zurückkehren kannst. Und was machen wir jetzt? Ich frage mich, warum sie so lange brauchen. Ich sollte nach ihnen sehen. Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn hier passiert? Twinkle, Twinkle Bee, zurück zu eurem normalen Zustand. Yippie, wir sehen wieder aus wie vorher. Zur Strafe und um euch eine Lektion zu erteilen, werdet ihr die ganze Unordnung hier aufräumen. Komm, Teddy, nimm deinen Zauberstab, dann sind wir im Nu fertig. Nein, 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 das werdet ihr schön alles selbst aufräumen. Wir werden hier niemals fertig werden. Auf diese Weise werdet ihr die Regeln der Schule respektieren. Abonnieren nicht vergessen! Juhu! Das macht so Spaß! Gleich nochmal! Ab ins Wasser! Uff. Daddy, ich schmelze nur so dahin. Oh, ja, ich weiß, Missifu. Was können wir denn dagegen tun? Mir fällt nichts ein. Mir ist einfach so warm. Zeit in den Wasserpark zu gehen. Hermonin, wo willst du hin? Na, in den Wasserpark. Wow, das ist cool. Gehen wir mit, Tati? Ich bin schon fertig. Wow, du bist so schnell. Ich schnapp mir mein Handtuch und wir gehen. Jetzt bin ich fertig. Komm, Missifu, komm. Schau, Teddy, da ist Lilly. Aha. Oh, das muss wehgetan haben. Juppie. Was für ein Spaß. Hallo, Lilly. Hallo, Leute. Wollt ihr mit mir auf die Wasserrutsche gehen? Sieht nach viel Spaß aus. Na dann los. Wow, die ist ja riesig. Oh ja. Wir sind gleich oben. Oh, ich weiß nicht. Das ist schon sehr hoch. Komm schon, Missifu. Rutsch doch mit mir. Ja! Juppie! Ja! Ja! Juhu! Das hat total Spaß gemacht. Ja, das war super. Mal sehen, wie Tati rutscht. Ich bin dran. Juppie. Das macht so viel Spaß. Ich fand's total toll. Wollen wir nochmal? Warte, Teddy. Vielleicht möchtest du ja das Surfbecken ausprobieren. Ja, wirklich? Gibt's hier etwa ein Surfbecken? Ja, natürlich. Voll cool. Uiuiuiui! Ei! Oh, ich probiere es gleich nochmal. Hui! Ah! Ich hab's ja voll drauf. Schau mal, Missifu. Nein! Missifu, hilf uns! Steigt auf mein Brett. Seht mal, wie gut wir das können, Mädels. Uiuiui! Oh, passt auf, dass ihr euch nicht zu viel bewegt, sonst fallen wir runter. Oh. Es hat so viel Spaß gemacht. Warum gehen wir nicht noch ein Eis essen? Klar. Leckeres Eis! Hallo, Freunde. Na, wollt ihr auch ein leckeres Eis?
Ja, ja. Hier, Tati. Erdbeerminze mit Vanille. Dankeschön. Noch eins für dich, Lilly. Und das hier für dich, Missy Boo. Juhu. Das ist lecker. Und was können wir als nächstes tun? Mal sehen. Seht mal, eine Seilbahn, die direkt zu einem Pool voller Ballons führt. Ich gehe als Erste. Zweiter. Jetzt geht's los. So lustig. Juppie. Wow, das sind aber viele Ballons. Ich komme. Mach Platz. Viele Luftballons. Oh, es ist schwierig, hier rauszukommen. Wasserballonschlacht. Noch einer. Autsch. Es macht Spaß. Nimm das. Weißt du, was es hier im Wasserpark noch alles gibt? Was? Ein Wellenbad. Wollen wir es zusammen ausprobieren? Ja, lass uns gehen. Schaut mal, da ist Hermonin. Hallo, Freunde, kommt rein. Das ist ein Riesenspaß hier. Wow, so viele Wellen. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll, sonst wird mir bestimmt schwindlig. Na komm, Missy Fu, lass uns alle zusammen reingehen. Und wie ist es, Missy Fu? Gut, Tati, ich mag es. Miau. Sieht aus wie am Strand. Jetzt scheint es mehr Wellen zu geben. Oh, mir wird schwindlig. Ich will hier lieber raus. Ich will hier lieber auch raus. Ich auch. Oh, mir ist so schwindlig. Tati, Missy Fu. Endlich. Oh, diese Wellen waren riesig. Oh. Sollen wir ein Bootsrennen machen? Was haltet ihr davon? Auf geht's. Hermonin, kommst du denn mit uns? Ja. Los geht's. Ich mit meiner Schwester. Ich mit Hermonin. Lass uns gewinnen. Das werden wir ja sehen. Wir sind die Ersten. Wir müssen gewinnen, Tati. Benutz deine Hände, um schneller zu werden, Lilly. Das darf nicht wahr sein. Hermonin, beweg deine Ohren. Propellerohren. Wir haben gewonnen. Nächstes Mal werden auf jeden Fall wir gewinnen. Wollt ihr noch ein Eis essen gehen? Oh, wir haben vorhin schon eins gegessen. Ich lade euch nochmal ein. Los, lasst uns gehen. Nicht vergessen zu teilen. Was ist los, Missy Fu? Ich werde die Notaufnahme anrufen. Mir geht es gar nicht gut. Ruhig, Missy Fu. Ganz ruhig. Miau. Armes Kerlchen. Pass auf, mir geht es wirklich nicht gut. Beeil dich, Tati. Lalalala. Oh, hallo, mein kleiner Freund. Armer kleiner Missy Fu. Tada! Missy Fu, hübsches Kätzchen, ich komme, um dich zu verarzten. Tati, ist es normal, dass Missy Fus Gesicht die Farbe wechselt? Miau. Was stimmt bloß nicht mit ihm?
Miau, 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 miau. Er glüht total und hat Fieber. Was sollen wir nur tun? Kannst du nach Oma suchen? Ich bin sicher, sie hat eine Lösung. Ja. Bin schon auf dem Weg. Keine Sorge, Schwester Herz. Dr. Lilly ist schon da. Gott sei Dank, Lilly. La, 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 la. Tada! Mal sehen, mal sehen. Aha. Oh, Missy Fu. Mal sehen. Oh, wie seltsam. Ich höre gar nichts. Schwesterchen, am besten setzt du dich hin. Was ist los, Lilly? Oh nein, es ist sehr ernst. Nun, die Wahrheit ist, dass ich dir schlechte Nachrichten überbringen muss. Was ist es, Lilly? Nun, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist. Was? Missy Fu, mein Freund, halte durch. Ich bin hier, um dich zu retten. Wir sind hier. Ich habe alle meine Zaubertränke dabei. Und meine tolle Puppe kümmert sich um dich. Hoffen wir, dass es funktioniert. Oma, was ist los mit ihm? Es scheint, der Trank hat nicht geholfen. Im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden. Jetzt hat er Fieber. Keine Sorge, Oma, das Fieber hatte er schon vorher. Keine Panik, keine Panik. Schwester Lilly weiß, wie man Fieber senkt. Und ich werde ihr helfen. Keine Sorge, Lilly. Das Eis wird die Beule heilen. Ihm scheint ein bisschen zu kalt zu sein. Dadurch wird das Fieber schnell gesenkt. Missy Fu, hier ist eine schöne heiße Suppe für dich. Ah, was um Himmels Willen macht ihr denn da? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ihm ein kühles Bad geben, um sein Fieber zu senken. Oh Leute, so senkt man doch kein Fieber. Miau. Hi. Tati, Tati, der große Zauberbrunnen ist kaputt. Du musst etwas tun, bitte. Jetzt macht das alles Sinn. Der Brunnen funktioniert nicht, die Zauberwelt ist in Schwierigkeiten und deshalb sind auch die Haustiere der kleinen Hexen in Schwierigkeiten. Veruno! Oh nein, Veruno! Keine Sorge, Oma, wir kriegen das schon hin. Komm schon, Tati, wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mach den Kühlschrank zu und bring die Pinguine woanders hin. Oh, was ist denn da für eine Prinzessin gekommen, um mich zu retten? Mach dir keine Sorgen, Tati. Das ist das Fieber. Wenn wir den Brunnen reparieren, wird alles wieder normal sein. Nur der große Zauberer auch. Lass uns also schnellstmöglich den Brunnen finden und das Problem beheben. Lasst mich nicht allein. Keine Sorge, großer Zauberer. Ich kümmere mich um dich. Lilly, kennst du schon meine neuen Freunde, die Pinguine? Wow! Sieh mal! Wow! Sieh her! Süßigkeitenregen! Das ist das Haus des großen Zauberers. Das sieht toll aus. Komm schon, Tati. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Tati, sieht so aus, als müssten wir den Filter am Boden des Brunnens reinigen. Warum losen wir nicht einfach aus, wer es macht?
Bitte, Tati. Ich war gerade beim Friseur und ich will nicht, dass meine Haare durcheinander geraten. Bitte. Derweil kann ich die Zeit nutzen, ein Selfie zu machen. In Ordnung. Ich gehe. Juppi. Komm schon, Tati. Du schaffst es. Du verletzt hier niemanden, Freundchen. Genau so. Gut gemacht, Tati. Geh jetzt nach Hause und sieh nach, ob es Missy Fu und Peruno besser geht. Ich bleibe hier und sehe, ob alles in Ordnung ist. Ja. Du hast mich erschreckt. Missy Fu, Peruno, ich bin froh, dass es euch gut geht. Liken und abonnieren.